Ob Amtsinhaber Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Biden die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen hat, ist immer noch offen. Das knappe Rennen hängt von den Auszählungsergebnissen in wenigen Swing States ab. In Amerika ist die Wählerstimme heilig. Auf diese Weise drückt das Land seinen Willen aus. Es ist der Wille der Wähler, der über den Präsidenten der Vereinigten Staaten entscheidet und sonst niemand. Jede Stimme muss ausgezählt werden. Das werden wir zu Ende bringen und so sollte es sein. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Senatorin Harris und ich am Ende zu den Siegern erklärt werden. Der aktuelle Stand laut Nachrichtenagentur AP: 264 Wahlleute stimmen für Biden und 214 für Trump. Joe Biden hat einen Vorsprung, doch noch laufen die Auszählungen in Pennsylvania, Georgia, Nevada, North Carolina und Alaska. Biden könnte davon profitieren, dass Stimmen von Briefwählern zuletzt ausgezählt werden, die in den USA mehrheitlich von demokratischen Wählern abgegeben werden. Trump hatte den Sieg bereits in der Wahlnacht für sich beansprucht und wollte die Stimmauszählung gerichtlich abbrechen lassen. Ich möchte das amerikanische Volk über den aktuellen Stand unserer Bemühungen informieren, die Integrität unserer sehr wichtigen Wahl im Jahr 2020 zu schützen. Wenn wir die legalen Stimmen zählen, gewinne ich leicht. Wenn sie die illegalen Stimmen zählen, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen. Trump-Anhänger protestieren und skandieren Stop the Steal, stoppt den Diebstahl. Trumps Sohn erklärte: Das Wichtigste, was Donald Trump bei dieser Wahl tun kann, ist, jeden einzelnen dieser Kämpfe auf Leben und Tod zu führen, sodass wir volle Transparenz in diesem Prozess erhalten. Und jeder auf der Seite der Demokraten sollte dies begrüßen, es sei denn, sie betrügen tatsächlich. Im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania demonstrierten sowohl Unterstützer Trumps als auch Bidens vor den Auszählungszentren. Ein Gericht hat nach einer Klage Trumps entschieden, dass die Wahlbeobachter der Republikaner näher an die Mitarbeiter in den Zentren herantreten dürfen, um die Auszählung der Briefwahlstimmen besser verfolgen zu können.